Guten Tag. Vielen Dank für diese Briefe, die ich bekommen habe von so vielen Zwillingen. Zwillinge darfst du nicht kritisieren, ne? Zwillinge mag das nicht. Und ich habe sehr viele Briefe bekommen, von, vor allem von Frauen, die schreiben, sprichst du über die Männer, weil ich bin eine Zwillingsfrau und ich kenne das nicht und ich bin gar nicht betroffen. Ich habe da darüber gesprochen, dass Zwilling ist ziemlich kalt, wirkt kalt und Zwilling will nicht über die Gefühle sprechen. Er spricht Zwilling über das Wetter und Soziologie und Psychologie, aber nicht über eigene Gefühle. Ich habe ja auch Beispiele gegeben von dem Lied Wien, also Vienne auf Französisch, Wien auf Deutsch, von der französischen Sängerin Barbara, die beschreibt das Wetter und Kirchen in Wien und sie sagt, der Himmel ist ja so schwer über uns geworden und ich bin da weggefahren und weißt du, ich bin da spazieren gegangen in Wien und ich habe unsere Freunde aus Italien getroffen, die haben nichts gesagt und die haben mich überhaupt nichts gefragt, aber die haben sich sehr gewundert, dass ich hier in Wien alleine ohne dich spazieren gehe. Also überall diese allegorische Vergleiche, bloß nicht zu sagen, ich vermisse dich und ich fühle mich einsam ohne dich, bitte komm. Ich möchte mit dir spazieren gehen hier in Wien. Es ist wunderschön. Sie spricht auch über das Wetter ständig und über Lamellen bzw. Jalousien. Und durch diese Jalousien sieht sie wunderschöne Kirchen und Herbst in Wien. Aber bloß nicht zu sagen, wie sie dich vermisst. Und am Ende des Liedes sagt sie, ich friere hier in der Nacht und mir ist so kalt. Bloß nicht zu sagen, ich möchte, dass du hier kommst und komm bitte, ich liebe dich. Männer und Frauen sind da getroffen, egal Zwillinge Männer oder Zwillinge Frauen. Wir leben in einer eiskalten Welt und wir wollen uns nicht verletzbar machen, abhängig machen und anfechtbar machen. Ich habe jetzt Besuch übers Wochenende gehabt und der Besucher hat auch geschrieben, hey, ich bin jetzt in den Zug und ich komme in 2 Stunden. Nicht hey Marc oder so, sondern als ob diese Person mit einem Phantom gesprochen hätte. Natürlich wollen wir den Menschen nicht sagen, ich möchte dich berühren, ich möchte dich spüren und deine Nähe fühlen, komm in meine Nähe. Weil mein Besucher kann dann wegfahren und sagen, stell es dir vor, dieser große Mann, er hat zu mir gesagt, ich soll mich ausziehen. Er wollte mich fühlen und spüren. Hallo? Also diese Person kann mich natürlich auslachen. Und deswegen wollen wir uns nicht so verletzbar machen und unsere Wunden nicht zeigen. Nicht, dass jemand da immer in diese Wunde rührt. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen ist das alles so unpersönlich und wir leben in einer kalten Welt. Und wenn wir unsere Nachrichten bei WhatsApp lesen, dann sehen wir, wie die Menschen das schreiben. Also wirklich, als ob sie mit einem Phantom geschrieben hätten. Es ist halt so. Und besonders Zwilling kommt in eine Verlegenheit, wenn man über Gefühle spricht. Deswegen habe ich ein Beispiel von diesem Lied von Barbara gegeben, sie ist auch Zwilling. Und das Lied gerade, Wien auf Französisch, Wien auf Deutsch, zeigt, dass sie über alle Themen spricht, bloß nicht zum Punkt kommt und sagt, ich liebe dich, ich vermisse dich, komm bitte zu mir. Natürlich gibt es Ausnahmen, ein paar Leute, die hier geschrieben haben, habe ich schon beantwortet, dass das auch Ausnahmen sind, das sind Menschen mit vielen Gefühlen und Hingabe und Sorge um andere Menschen und Leute, die ihre Gefühle zeigen, das gibt es ja natürlich auch, aber sehr selten. Und deswegen, diese Leute haben Probleme, in diese Welt zurechtzukommen und müssen da immer besonders stark kämpfen. Auf jeden Fall, am Ende wollte ich sagen, das Zwilling hat auf jeden Fall sehr viel Wissen in seinem Kopf gesammelt.
Das schon, weil er bildet sich immer weiter. Entweder hat er schon eine Ausbildung oder bildet sich immer weiter. Aber die Gabe der Selbstbeobachtung und Selbstkritik und Selbstreflexion hat Zwilling leider nicht. Nur die Zwillinge, die wirklich schwere und kritische, bittere Erfahrungen im Leben gemacht haben, die sind fähig, sich hinzusetzen und über eigene Motive nachzudenken und selbst zu reflektieren. Aber sonst kannst du da keine Kritik dem Zwilling vortragen und er versteht nicht, weil er ist wie ein Kind und er sagt, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin perfekt, ich bin fehlerfrei. So sagen immer Zwillinge. Aber das ist natürlich alles nicht wahr. Aber für heute muss ich leider aufhören.